Kotan Immobilien. Seit über 25 Jahren für tausende von Kunden meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Kotan Immobilien. Im Rahmen des Jahresabschlussempfanges der IHK Rhein-Neckar erhielt Dr. Manfred Fuchs, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Fuchs Petrolub SE, die große Verdienstmedaille der IHK Rhein-Neckar in Gold für seine unternehmerische Leistung und den Einsatz für die Wirtschaft in der Region. Manfred Fuchs habe das Prinzip der verantwortungsbewussten Unternehmensführung kompromisslos durchgehalten. Damit sei er für viele andere Unternehmerinnen und Unternehmer ein Vorbild geworden und habe nicht nur der eigenen Firma, sondern der gesamten Wirtschaft einen außerordentlichen Dienst erwiesen, sagte IHK-Präsident Dr. Gerhard Vogel in seiner Laudatio. Sie macht natürlich große Freude und es ist schön, wenn man diese Anerkennung erfahren darf. Aber ich war ja Unternehmer mit wirklicher Begeisterung. Ich habe 41 Jahre gehabt. Der Gründer war übrigens mein Vater, der war eben sehr jung verstorben ist. Dadurch die lange Wegstrecke, das war eine spannende Zeit, in der es viel getan hat. Und dann war mir die IHK Rhein-Neckar wirklich mein Herzensanliegen. Insofern war ich mit Begeisterung dabei und dann ist auch schön, wenn diese Anerkennung so erfolgt. Also der Präsident hat ja heute eine sehr ernste Rede gehalten. Er hat auch Probleme angesprochen, die uns natürlich beschäftigen. Er hat auch die Entwicklungen im globalen Umfeld angesprochen. Aber es gibt immer wieder große unternehmerische Chancen. Und das sieht man ja auch in der jungen Generation, die mit Gründungen, mit neuen Geschäftsideen an den Markt geht. Und das ist einfach großartig. Wir haben eine wunderbare Jugend. Und darauf bin ich stolz als Bürger dieser Stadt, der Region, als Deutscher. Wir können mit Zuversicht in die Zukunft sehen. Also zunächst war ich immer ein fleißiger Mann und anders geht's gar nicht mit der Fülle dieser Aufgaben. Ich habe heute Mandate im Fuchs Petrolub Konzern als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats und in den verschiedenen Aufsichtsratsausschüssen. Ich habe die vermögensverwaltende Familiengesellschaft, die ich leite, und einige Beiratsmandate in der Wirtschaft, aber ansonsten Ehrenamt. Und zwar Ehrenamt, das wurde ja gesagt, im Bereich Kunst, Kultur und Wissenschaft. Und das macht Freude und erfüllt mich sehr.